Tag, Freunde, willkommen zu einem Video hier zu Clash Royale. Meine Stimme ist heute ein bisschen komisch, weiß auch nicht warum, aber auf jeden Fall geht es heute um den Royal Ghost. Alter, habe ich mich auf diese Karte gefreut. Also die Stats sind ja schon mal richtig cool. Ich habe es auch schon einmal versucht, habe es auch direkt verkackt. Ich bin zu 6 Siegen gekommen. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne jetzt im Video die 12 Siege mal erreichen und den Royal Ghost dann daher auch freischalten. Ne? Das Ding ist ultra nice. Es ist eine komplett andere Karte. Also es hat überhaupt nichts mit irgendeiner anderen Karte zu tun. Es ist eine eigene Karte an sich selber. Es macht Spaß, sie zu spielen. Sie ist interessant. Man muss auch mal gucken, zum Beispiel Luft wird sie nicht attackieren, aber als Distraction würde ich sie nicht so sehr nehmen. Also ich würde als Distraction würde ich jetzt zum Beispiel ihren Ice Goal nehmen oder einen Ritter oder so. Als den Royal Ghost würde ich so ein bisschen als Angriffsmethode nehmen oder so einen Kader rauszulocken zu nehmen. So eine Methode würde ich den Typen einsetzen. Ich habe schon ja Internetprobleme, also es hat echt mehr auf Internetprobleme, auch oben bei mir. Ich mache diese Videos ja unten im Keller. Ich habe hier mein ganzes Setup. Ich hoffe mal, das Internet lässt uns nicht im Stich. Ich kann jetzt ja kein Deck aussuchen. Ich habe noch 100 Juwelen übrig und dann wir jumpen mal rein in eine Runde. Join Royal Ghost Mirror Challenge Battle. Wir hoffen, dass uns das Internet nicht zu sehr beschädigt. So, nochmal kurz Scan resettet. Ich muss mal gerade kurz. Es hat nichts mit dem Internet funktioniert. Sorry Leute, ich muss jetzt mal. Jetzt können wir mal. Gehe ich auf Battle drücken und. Ein Hawk Sparky Deck. Okay. Okay. So. Die lasse ich jetzt durchlaufen und da sieht man auch schon den wunderschönen Royal Ghost. Er sieht wirklich besonders aus, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Ja. Also er sieht keinesfalls aus wie irgendeine andere Karte bisher im Spiel. Und die macht gerade ziemlich viel an meinem Tool und knistet er. Gesagt, Leute, er ist sehr, sehr schwierig zu benutzen. Ne? Also nicht sehr, sehr schwierig, aber Da kann ich schon mal leichtere Karten benutzen, aber Doppelfiech am Turm, das macht auch ganz schön viel Schaden. Also 200 Schaden pro Hit, das ist ganz schön viel. Plus Schweinereiter, der Turm ist fast down, nice. Mhm. Also, das ist so schwierig, das Ding auch zu nutzen ist. Das Ding macht einfach 200, oh, ich meine 11 Schaden, das ist unglaublich viel. Also, der Schaden ist auf jeden Fall da. Falls wir jetzt mal ganz kurz splitten. Royal Ghost. Ich habe den Royal Ghost noch nicht so ganz gegen Sparky ausprobiert. Und einmal habe ich schon gesagt, das hat nicht so ganz geklappt. Also, ich finde, die Interaktion mit Sparky ist, ich sag jetzt mal, gewöhnungsbedürftig. Ja, eventuell. So, oh Gott. So. Er hat halt einfach Splash Damage, ne? Das Viech Ramis Royal Ghost, oh Gott. Ich hoffe mal nur. Ja, okay, nice. Der jumpt auch gleich. Ah, okay. Der Turm ist aber zumindest down. Der Turm ist down. Frage ist einfach nur, kriege ich meinen Turm noch verteidigt? Ja. Wenn man jetzt gerade eher auf Nein ist. Weiß ich nicht, ob ich jetzt gerade noch verteidigen soll. Es ist immer so ein bisschen tricky mit dem. Es ist ja wirklich immer tricky mit dem Sparky und mit dem Viech, weil du hast halt. Das mal wieder resetten. Den Turm muss ich fallen lassen. Den Turm muss ich jetzt fallen lassen. Oh Gott! Er macht einfach Doppelstun. Jetzt gehe ich voll in. So Leute, jetzt gehe ich.
Das ist nicht mehr viel. 100 HP nur noch. 100 HP, das kriegt man hin. Das kriegt man hin mit ein paar Zaps. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, was? Oh. Ich sag's mal, diese Challenge ist... Also, ich bin in zwei Challenges richtig kacke. Mirror und Draft. Ich, Alter, okay, ich stehe 0-1, das ist nicht sehr gut. Was haben wir jetzt? Okay, ach, das, dieses blöde Deck. Also, das mit dem Deck habe ich auch schon verloren. Also, oh, letzte Matcher war ein bisschen unglücklich. Und Sparky hat mich nicht einfach nur zertrümmert in 1000 Stücke. Autsch. Das tut aber nur weh, wenn dann so ein Full Life Rambok da connected. Also nicht ein Full Life, aber Rambok macht ja so viel Schaden. Das ist auch egal. Kein Schaden mehr. Sieht nicht allzu gut aus, Leute. Sieht nicht allzu gut aus. Jetzt diese. Okay. Was habe ich denn gegen Royal Ghost hier drin? Was habe ich denn gegen Royal Ghost hier drin? Den Turm habe ich. Aber. So. Komm schon. Oh Gott, nee, was? Musketieren schafft es nicht, das in der Rechtzeit zu zerballern. Und die Bombe ist am Turm. Die Bombe ist am Turm, Leute. Sehr schön. Bam. Noch ein Schuss. Sauber. Ja, sauber. Ah, Kacke. Are you serious? Das kann eine richtig dumme Idee gewesen sein von mir. Ist da okay? Aber er ist immer wieder unsichtbar. Das heißt, er kann immer wieder nicht detected werden. Detected. Ich hoffe, das ist ein Wort, Digga. 3-0. Das ist erstmal 3-0. Das ist ein 3-0. Natürlich 3-0, wenn zwei Türme von mir down sind. Klar. Also. Leute, wenn ein oder zwei Türme von einem down sind, dann sagt man natürlich erst noch zu 0. Also. Gar kein Problem. 3-0. Nee, das ist fremd gerade. So, was ist meine Win Condition? Die Banditin oder die Rocket? Oder beides zusammen? Nova Esports. Wenn das jetzt das Nova Esports ist, dann. Goodbye. Ja, dann. Wenn es das Nova Esports ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich davon halten soll. Geil. So, erstes Game. Ich spiele gegen Nova. Gut, ich weiß nicht, ob das ein richtiger Nova ist. Aber wenn das ein richtiger Nova. Also, wenn es das richtige Nova ist, das ist schon irgendwie hart unfair. Ich meine. Ich bin jetzt nicht schlecht im Spiel oder so, ja, aber ich bin beim besten Willen nicht einer der Besten der Welt. Beim besten Willen, oh Gott. Mann, Leute. Ja, ab und zu kann es auch einfach nerven. Oh Mann, ey. Also der Royal Ghost, der war nicht so schön. Banditin. Komm schon. Ja, sau. Okay, nice. Nice, nice, nice. Okay, ist klar. Das gleiche jetzt aber auch zu ihm. Das finde ich jetzt auch. Ich finde das eigentlich recht nice. Ist mir ein bisschen riskant, einen Mega-Minute dagegen einzusetzen, weil der Royal Ghost ist dann nachher wieder unsichtbar. Also nach die Merke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da. Mein Name ist Chief Pet.
und ich verpeile meine Raketen. Ja. Boom, boom. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Jetzt komm schon. Ah. Minions. Mega Minion. Ist ja nicht vulnerable zu irgendwas. Jetzt wäre was rein theoretisch. Er ist sozusagen eine Banditin, die eigentlich fast immer nur die fast nie berührt werden kann. Also doch schon, aber es ist eine Banditin, die immer berührt werden kann, aber die nicht von jedem gesehen werden kann. Wenn das gerade überhaupt irgendwie Sinn ergeben hat, dann bin ich gerade froh. Banditin. Sorry, Digga, dass ich dich gerade ein bisschen voll spamme. Aber es geht leider nicht anders in diesem Game. Autsch, 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 okay. Nice. Guck mal gerade ein bisschen live für den Gegner, ne? Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ für Raketen, aber ich wollte das Spiel einfach nur beenden, ne? Ja. Okay, jetzt check. Jetzt wird der Check gemacht. Habe ich gerade gegen jemanden aus dem Nova Esports Clan gewonnen oder ist jetzt einfach nur ein Fake? Wollt ihr mich jetzt gerade grundsätzlich verarschen, ne? Die Season endet schon in 9 Tagen? Das haben wir gerade so bewusst. Okay, der Check ist da. Okay, gut, es ist nicht das Nova Esports Team, was ich jetzt im Sinn hatte. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Schaffe ich das? Ich muss jetzt echt 9 Siege aneinander haben, um das Ding zu bekommen. Oh gut, ich könnte es schaffen, aber so wie ich mich kenne, schaffe ich es nicht. Feuerball, Jupp. Denkst du echt, das stört mich, Digga? Hast du jetzt gerade in deinem. Er hat gerade wirklich gedacht. Finde ich nicht so nice. Ja. Boom. Aber es ist schon entspannt, jemanden so fertig zu machen, ja? Oh Gott, komm schon. Eins, zwei, komm schon. Eins, zwei, jetzt im Turm. Nice. Der Royal Ghost. Und, oh Gott, er muss noch ein Musketier ansetzen, ne? Alter, das war gerade ganz schön teuer für ihn. Er muss jetzt gerade noch eine Valkyrie einsetzen, ne? Und nee, daraus wird dann nix. Valkyrie, weil sich die Valkyrie am wenigsten lohnt zu fireballen. Ich hoffe mal, die Wörter, die ich jetzt gerade hier in diesem Video sage, sind eigentlich Wörter und sind nicht irgendwelche hokuspokuschen Schnickschnack, das ist sogar das ganze Video. Tschüss. Oh Gott, komm schon. Okay. Goblins. Das war ein Waste an Goblins. Oh Mann, ey. Hm.
So. Mann, ich krieg's nicht hin. Hallo? Ach, jo, geile Verbindung. Okay, der Geist kann berührt werden im Dingens, im Geistzustand. Das ist auf jeden Fall good to know Fact. Ich muss ihn trotzdem noch abwehren. Das ist immer so blöd, ich muss diesen Geist abwehren, obwohl er praktisch schon tot ist. Das ist immer ein bisschen Banane. Also nicht, also ein bisschen sehr blöd immer wieder. Alter, diese Feuerbälle! So. Walküre. Ich komme da nicht durch. Okay, und dieser Feuerball nervt mich aber auch so langsam. Dieser Feuerball nervt mich so langsam. Nice, jetzt habe ich endlich mal. Nice. Oh Mann, ey, ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Okay, warum hab ich jetzt da den Geist gespielt? Frag ich mich gerade selber so ein bisschen. Alter Schwede, Mann. Noch ein Hit, oh Gott. Es wird gleich ein bisschen ekelhafter werden. Ich muss jetzt vorher bei Cycle machen. Das ist es. Das ist Good Game. Bisschen fies ist das Ganze, das weiß ich selber, aber gut. Gewonnen habe ich. Das sind die vier Siege. Das Game hat sich jetzt ein bisschen in die Länge gezogen. Giant, ehemalige Prinzessin. Damit. Okay. Giant, ehemalige Prinzessin. Er hat jetzt eh Magie, ne? Hat er nicht? Okay. Gut, der Baby Jack macht das natürlich schon am Turm, also auch nicht verkehrt. Er mirrored. Stimmt auch wieder. Das Teil ist ja nicht angreifbar. Das nervt schon, dass das Ding nicht angreifbar ist, um ehrlich zu sein. So, und Alter, das ist wirklich Damage, Leute. Das ist einfach nur Damage ohne Ende. Okay, Prinzessin, oh Gott. Die Prinzessin habe ich gerade ein bisschen gefailt. Ja, ein bisschen. Aber der Royal Ghost schon wieder. Also der Royal Ghost gefällt mir. Der gefällt mir, Leute. Der sneakt sich immer wieder durch zum Turm und macht halt den Turm kaputt. Der Royal Ghost ist ja gefühlt eine Win Condition an sich. Prinzessin. So, ich habe den Turm habe ich. Ja, den Turm habe ich. Sauber.
Das war gerade ein Fail. Wenn es jetzt so nennen kann. Ich glaube schon, ne? Ja. So, das war jetzt gerade ein Fail. Was habe ich da nur gemacht, ey? Die Prinzessin muss erstmal sterben, damit erstmal alles andere down geht. Uff, mein Turm ist auch schon ganz schön low. Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Muss mal schön Schaden am Turm, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Reicht das, ist jetzt die Frage. Mein Guess ist aktuell leider auf Nein. Oh Gott. Das ist ein Royal Ghost, Alter. Ich muss die ganzen Geister abwehren. Alter, er hat zu viel auf dem Feld. Drei Prinzessinnen. Willst du mich denn komplett verarschen, ne? Alles klar, Junge. Boah, meine Güte. Schon Royal Ghost hier aus, ja, sauber. Hier aus der Reichweite. Ich weiß ja, er kann Zauber. Das weiß ich ja, weil ich das Deck auch habe. Oh mein Gott, jetzt nochmal volle Pulle, komm schon. So close, meine Leute, so close. Nein, holy shit, nein! Oh, was? Oh mein Gott, was? Oh Mann, das ist... Ist schon ein bisschen bitter gerade. Nur 4 Siege. Mein Internet ist wieder am Rumspinnen wie nix. Das war's. Ja, das war's jetzt von dieser Challenge für mich. Oh, wie knapp. Die Verdientin hat es noch ganz, ganz knapp gekriegt. Blöd. Einfach nur blöd. Aber ja, gut, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch denn gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Ich sage, haut rein und ciao.